Termin gegen Arntal. Es ist auch das Duell der beiden gesperrten Trainer. Hugo Pomella verfolgt das Match außerhalb des Platzes, hinter den beiden Auswechselbänken. Alex Brucker, der Übungsleiter der Teldra, steht 90 Minuten auf der Tribüne unter Hochspannung. Termin spielt auch mit 9 weißen Dressen. Mal schauen, ob die Unterländler sie auch mit einem Sieg einweihen können. Anstoß Arntal, Alex Pfitscher kommt an den Ball, schickt Daniel Pfitscher, aber Psenner hat aufgepasst. Ja, und Patrick Psenner, der muss sich nur 5 Minuten später behandeln lassen. Es zwickt an der Wade. Der 29-jährige Goalie macht zwar weiter, entschärft kurz daraus diesen Freistoß von Dennis Psenner, aber wenig später ist Schluss für Patrick Psenner. Seinen Platz nimmt Wilfried Taschler ein. Ja, und auch Taschlers erste Prüfung ist ein Freistoß, dieses Mal von Greif, aber Arntals Nummer 12 hat die Ruhe weg. Auf der Gegenseite versucht es kurz darauf Dennis Kernici, der Schuss aber zu ungenau. Mitte der ersten Halbzeit, diese Ecke, Steger steigt am höchsten, Dezini. Das war eine richtige Glanztat des Traminer Keepers. Noch einmal in der Wiederholung, der wuchtige Kopfstoß von Arntals Kapitän und Dezinis Reflex auf der Grundlinie. Danach passiert lange nichts, erst 5 Minuten vor der Pause schickt Alice Kaptina Daniel Pfitscher und Taschler pariert auf recht unkonventionelle Art und Weise. Nur 60 Sekunden später Alex Pfitscher mit dieser Hereingabe, aber es findet sich kein Abnehmer im Strafraum der Gäste. In der Nachspielzeit versucht es dann noch Bichler mit der Picke, aber es bleibt beim torlosen Unentschieden zwischen zwei bemühten, aber doch recht glücklosen Clubs. Nach dem Pausentee kommen die beiden Teams aus der Kabine. Brucker bestellt Manuel Bipperger zu sich, gibt ihm etwas mit auf den Weg. Die erste Chance haben aber die Traminer. Alice Kaptina perfekt auf Alex Pfitscher, der Schuss. Da hätte der 21-jährige Offensivspieler mehr draus machen müssen. Noch einmal der tolle Pass, der gute Abschluss, aber eben nicht gut genug. Auf der Gegenseite erkämpft Dominik Kirchner den Ball, Bipperger mit der Hereingabe, Kernici und es steht 1:0 für die Gäste. Für Tramin, das bisher mehr vom Spiel hatte, eine eiskalte Dusche. Ja, und wenn diese Teldra einmal vorne sind, dann ist es verdammt schwierig, das Ruder herumzureißen. In der 56. Minute versucht jetzt Hannes Steger mit diesem indirekten Freistoß. Boah, da hat nicht viel gefehlt. 10 Minuten später versucht es Tramin mit einem Freistoß, mit einem ruhenden Ball. Alice Kaptina steigt am höchsten. Freier kann man fast nicht zum Kopfball kommen. Da hätte der auffällige Kaptina den Ausgleich machen können. Ist Tramin am Boden, kommt da noch etwas von den Unterlandlern in den letzten 20 Minuten. Die Pomella-Schützlinge immer wieder bei Standards gefährlich. Der Eckball, dann Arnaldo Kaptina, der Kopfball. Taschler mit Schwierigkeiten, aber es bleibt bei der Führung der Pustrer Gäste. 8 Minuten vor Schluss spielt Rellich diesen langen Ball. Robert Niederkofler fälscht ab Daniel Pfitscher. Aber Hannes Steger rettet in allerhöchster Not und verhindert den Ausgleich. Tramin hat auch nicht gerade Glück. Der Ball will einfach nicht über die Linie. Arntal verteidigt jetzt mit Mann und Maus, begeht in Strafraumnähe, aber immer wieder Fouls. So auch in der 87. Minute Greif mit der Hereingabe. Aber niemand drückt die Vorlage in die Maschen. Auch in der Nachspielzeit wieder der Kapitän der Traminer Greif mit dem Freistoß. Daniel Pfitscher kann aber kein Kapital herausschlagen. Arntal gewinnt dieses Kellerderby 1:0 und holt ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Gewaltig wichtig, voll wichtig, weil jetzt haben wir zwei Siege hintereinander gemacht in den letzten 4 Spielen 1 Punkte. Und jetzt können wir langsam alle rechnen ziehen. 14. Platz. Und klar weiter und so, jedes Spiel wird für uns ein Kampf und wir müssen weiterkämpfen und schauen, so viele Punkte wie möglich die Hinrunde zu machen. In Tramin ist die Stimmung nach der 4. Niederlage in Serie endgültig im Keller. Wie tief, verrät uns Vizekapitän Stefan Rellich. Klipp und klar gesagt, ganz eine schwache Vorstellung für uns. Wir kommen von 3 Niederlagen jetzt und darum vor allem das letzte Hinrundenspiel gegen Arthur, weil das letzte gewesen ist, unbedingt eine Reaktion sagen, besser spielen und vor allem gewinnen. Das ist halt gar nichts gewesen. Das ist auf gut Deutsch ohne Eier, ohne Spielidee, ohne. Ich weiß nicht, was sagen. Ganz schwach gewesen, wirklich.